Die Familie Massin hat den Sport in Aalen nachhaltig geprägt. Aalen kann mittlerweile auf eine reichhaltige und erfolgreiche Sportgeschichte zurückblicken. Eine Geschichte, die es zu bewahren gilt. Dieter Massin, Jahrgang 1940, hat sein Leben dem Sport gewidmet. Er ist Lehrer und Konrektor im Ruhestand, außerdem Autor, Sportfunktionär und Seniorensportler. 2013 gründeten Dieter Massin und Hermann Fienhus gemeinsam mit Jürgen Reker und Herbert Rüsing das Aalener Sportarchiv. Seine erste Heimat fand das Archiv im Versestadion in Aalen. Warum braucht Aalen ein Sportarchiv? Ich denke einfach mal, dass das Beste oder die Antwort ist eigentlich unsere Ausstellung, die wir im Heimatmuseum gemacht haben. Wie viele Leute gekommen sind und sich an ehemalige Ereignisse erinnert haben. Und wenn wir Ereignisse, die schon eine ganze Zeit zurückliegen, nicht archivieren, dann wird unseren Kindern oder den jetzigen Sportlern irgendwann einiges fehlen. Nach 7 Jahren in den Räumlichkeiten im Versestadion platzt das Sportarchiv mit mittlerweile 10.000 Exponaten aus allen Nähten. Eine neue Bleibe muss gefunden werden. Woher stammen die Exponate des Sportarchivs? Ja, ein Großteil der Exponate stammt aus privatem Bereich. Entstanden ist das damals durch diesen Jupper-Stammtisch, als die Leute ihre Unterlagen mitbrachten, ob das Fotos waren, ob das Pokale waren, ob das Urkunden waren, die dann anschließend in irgendeiner Form dann dem Sportarchiv zur Verfügung gestellt wurden. Dann sind es Sachen, die von den Vereinen kommen, von Verbänden kommen, und so dass wir im Laufe der Zeit ein großes Netzwerk haben, wo die Leute sagen, das gehört eher ins Sportarchiv. Selbst das Kreisarchiv in Warendorf hat uns Exponate schon zur Verfügung gestellt. Die alte Wirkungsstätte von Dieter Massin als Lehrer und Konrektor, die Bodelschwing-Schule, war bis 2017 Flüchtlingsunterkunft. Danach stand die Hauptschule leer. Nun stellt die Stadt Aalen darin 2 Räume für das Sportarchiv zur Verfügung. Wie sollen die Räume in der Bodelschwing-Schule genutzt werden? Wir bekommen 2 Räume zur Verfügung gestellt. Der eine Raum wird dann als Sportarchivraum benutzt, der 2,5-mal größer ist als dieser Raum hier, wo wir wirklich an die Grenzen gestoßen sind. Einen weiteren Raum werden wir dann für Ausstellungen benutzen, sodass wir da so eine Art Museum daraus machen, wo wir regelmäßig Ausstellungen vollführen, um den Leuten auch zu zeigen, was wir haben. Wir möchten auch dann mit den Leuten ins Gespräch kommen, eventuell neue Exponate bekommen, sodass also so ein Austausch von Sportinteressierten hier in Aalen stattfindet und wir auf diese Art und Weise uns immer weiter bekannt machen. Seit Oktober 2020 sind die ehrenamtlichen Mitglieder des Sportarchivs dabei, die Exponate zu verpacken, um sie dann später in die neuen Räumlichkeiten zu transportieren. Was wird uns am neuen Standort erwarten? Der neue Standort ist erstens einmal leichter zugänglich. Zweitens sind die Räumlichkeiten so groß, dass immer wieder Besucher empfangen werden können, Ausstellungen durchgeführt werden, sodass wir auf diese Art und Weise die Sporthistorie in Aalen gut belegen können und bekannt machen können.